Herzlich willkommen bei Leadership Meets Sports. Heute geht es um den klaren Fokus. Klarer Fokus hat etwas damit zu tun, dass Sie als Führungskraft lernen, mit Rückschlägen umzugehen und Ihre Mitarbeiter dementsprechend auch. Eine Auffälligkeit, die ich im Sport immer wieder mache, ist der Unterschied zwischen Amateuren und Profis. Wenn ich eine Mannschaftssportart nehme und zudem auch noch eine Ballsportart, dann hat es etwas damit zu tun, dass Amateure bei Rückschlägen, wenn sie einen Treffer kassieren, sehr häufig erstmal in die Diskussion gehen, wer denn überhaupt der Schuldige sei, worin der Fehler lag, und man begibt sich auf die Suche nach dem Schuldigen. Im Profisport ist es eine vollkommen andere Welt. Wenn man einen Treffer kassiert hat, gibt es einen klaren Fokus und der lautet nichts anderes als Gegenangriff. Wie können wir den Fehler sofort wieder rückgängig machen und ins Positive umdrehen? Für Sie als Führungskraft bedeutet das eines: Lassen Sie es sein, über Fehler zu diskutieren. Eine Fehlerkultur zu haben, ist in Ordnung, aber begeben Sie sich nicht auf die Suche nach Fehlern, sondern arbeiten Sie lieber mit Ihrer Mannschaft. Wie können Sie den nächsten Treffer erzielen?